Moin Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Kanal. Ja, gestern im Stream haben wir noch ein bisschen was geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt heute einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Das Problem ist, dass aus irgendeinem Grund das, was wir im Stream gemacht haben, nicht mehr so wirklich funktioniert. Da weiß ich allerdings jetzt nicht ganz warum. Also entweder es wird nicht genug nach unten teleportiert oder es spinnt einfach so generell ein bisschen rum. Kann natürlich an beiden liegen. Also er hat sich bewegt, das habe ich gerade gesehen. Aber warum man sich nicht so bewegt, wie er soll, das weiß ich nicht. So. Also er ist zumindest schon mal weiter als vorher. Das ist zumindest schon mal der Vorteil. Also, eigentlich sollte er sich nach unten bewegen. Ich würde sagen, das beheben wir mal eben noch und dann geht's weiter. Ich habe nämlich eigentlich was für heute vorgenommen für die Folge, aber ich habe gerade gesehen, dass es hier nicht richtig funktioniert, wie es soll. So, also würde ich sagen, das ist der, der das Ganze kontrolliert. Er geht 0,5 runter, wenn der nach Norden zeigt. Der zeigt nach Norden, oder? Das war dann wahrscheinlich schon das erste Problem, dass er nicht runtergegangen ist. Nur, warum geht er dann bei diesem nicht noch mit runter? 0,2, ja okay, stellen wir mal auf 0,5, mal gucken. So. Nix, aber wir sind direkt da drunter, oder? Ja, sind direkt da drunter. Das sind 1, 2, 3 Blöcke, die dazwischen Abstand sind. Okay. Ich würde sagen, ich hole mir mal ganz kurz hier den Summon Command. Der müsste das hier sein. So. Dann löschen wir mal eben den hier. Ich habe hier extra einen vorbereitet, dass wir den schnell löschen können. So. Und dann kopieren wir uns den einfach mal hier rein. Okay. Bis jetzt funktioniert's. Sieht okay aus. Ja, okay, können wir noch ein bisschen tiefer. Okay. So. Jetzt haben wir den da hängen. Das wollen wir dann allerdings wieder nicht. So und so. So und so. Gucken wir jetzt nochmal. Erst killen wir den. So. Und dann muss das passen. So, so, so. Nö, da war es dann schon wieder Ende. Okay. Also so. So sieht okay aus. Ja, komm, oder wir setzen da einfach dein Teleportationskommand hin. Hauptsache. Es sieht so okay aus. Das ist für mich schon mal das Erste, was wir haben wollen. So, also. Wir löschen jetzt erstmal die beiden wieder. Dann machen wir hier ein Teleportationskommando einfach raus. Und dann haben wir das Ganze. So, das bedeutet, wir teleportieren den Armor-Stand jetzt wohin? Wir teleportieren den hier hin. TP... Slash TP at I auf diese Koordinaten. So. Kein Objekt gefunden. Das liegt daran, dass wir keins haben. Jetzt probieren wir das Ganze ganz kurz einmal aus. So und so. Das war sehr wahrscheinlich zu tief. Das war zu tief. Okay, dann probieren wir es jetzt so lange aus, bis dass wir die gewünschte Höhe haben. So, 57. Das ist zu hoch. Und wir sind noch nicht mehr auf dem Block, wo wir waren. Das bedeutet, wir müssen einen Block weiter nach vorne. Hier hin. So, allerdings will ich die genauen Koordinaten. Das bedeutet, wir machen das ja einfach mal alles weg. So, gucken jetzt einmal, wo haben wir? Da haben wir einen. Okay, dann setzen wir den jetzt auf 57.
57 ist immer noch zu niedrig. Dann setzen wir ihn auf 7. Das ist auch falsch. Setzen wir den erstmal auf 17. Und auf 31. Ich weiß nicht, warum er da nicht sofort hingegangen ist, aber naja, gut. So, dann setzen wir den auf 2. Nein, auch nicht. Dann setzen wir den auf 1. Ah, das ist zu tief. Dann setzen wir den auf 1,5. Das passt. 1,5 passt. Okay. Das bedeutet, dass wir nun einmal hier statt summon diesen Befehl hier einsetzen. So und so. Das machen wir weg. So, gut. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, wir killen da vorne wieder einfach mal einmal. Ne, wir killen nicht alle. Wir killen nur den hier. Obwohl, doch, wir killen alle. So. Und bevor wir das jetzt machen, muss ich mal ganz kurz einmal die Summon-Koordinaten für diese beiden suchen. Also für die Joe 3 und HR 3. So, das sind sie nicht. Das sind sie auch nicht. Müssten hier sein. Das müssten sie sein. Das ist und bleibt ja HR 3 und Joe 3. Das bedeutet, wir nehmen jetzt einfach den hier. Setzen den mit nach hier. Und direkt darunter nochmal, der kommt frei. So, jetzt brauchen wir andere Koordinaten. Wir brauchen genau diese Koordinaten, die wir auch hier haben. So, das bedeutet, wir holen uns jetzt einfach mal hier die Koordinaten einmal ganz kurz. Das ist wir, das ist Joe und das müssten wir sein. So, würde ich den gerne summon. So. Und so. Ich glaube, einige von euch wissen, was ich vorhabe. Jetzt ist gerade ein bisschen blöd. Kann ich hier die Richtung. Habe ich hier das da drin? Rotation, da haben wir's. Was hatten wir jetzt gesagt? 190, oder? Ja, 190 war es richtig. Gut. Ich probiere es mal ganz kurz einmal aus. Ich hoffe, es passt alles so rein. Nein, passt natürlich nicht. Supi. So. Und. Stopp. So, und ich brauche eine Fackel. So, gut, dann brauche ich noch einen Comment Block und den hier. Und ich habe den Comment. So, so und so. Perfekt. So, die Pose muss ich dann allerdings noch ändern. Die Pose muss ich dann noch ändern. Okay, das bedeutet, dass wir hoffentlich hier Pose mit drin haben, aber es sieht nicht danach aus. Nein, das ist nicht mit drin. Okay. Hier müssten wir aber irgendwo die Pose mit drin haben. Joe, Story, Joe. HR, da haben wir es doch. Können wir es einfach so, wenn wir das. Ne, glaube nicht. Wir hängen das einfach mit dran. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir hängen das mit dran. Wir können das auch sofort so machen. So machen, so und so machen. Sind zwar unnötige Command-Blöcke, aber es ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, wir kommen zu dem Ziel, was wir haben wollen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie was Wichtiges gelöscht. Denke ich aber nicht. So, und hier sagen wir einfach slash kill. Wir machen das Ganze jetzt einfach komplett einfach. So. RK F2 HR3 und gutes. Ja, hallo?
Warum geht das nicht? Kill at i. Tag gleich. Okay. 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 F2. HR3. Jetzt passt es aber. So, perfekt. Gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze einmal an. Wir gucken uns das Ganze an ab hier. Ab da. Upsi. Müssen wir ganz kurz einmal schnell den hier löschen. Oh, so langsam wird es echt dunkel. Da wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass hier unten keine elektronischen Dinge funktionieren, habe ich uns einfach mal Fackeln mitgebracht. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Ich glaube, da vorne ist es auch bereits. Die Forscher erkundeten weiter den Raum, als plötzlich... Ah, au, heiß. Verdammt, jetzt ist mir die Fackel runtergefallen. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also ganz ehrlich, ich bin zufrieden damit. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das hätte ich mit einem Data Merge gar nicht besser hinbekommen. Also ganz ehrlich, das ist perfekt. Was war das hier? Achso, ja. Gut. Okay, dann warten wir jetzt hier ein bisschen ab. So und so. Und sagen dann ab hier. Ungefähr. So. Wir brauchen die Koordinaten von dem Block. Block. Also von welchem Block nehmen wir die? Von diesem Block. Wir nehmen die Koordinaten von dem Block. Das bedeutet, wir nehmen einfach die 2017, die 58 und die minus 31. So, ich weiß, da stand 32, aber was ist der Block dahinter? Wir wollen aber den Block, der, wo die Fackel drauf liegt. So. So, slash summon. Das kriege ich, glaube ich, jetzt noch ohne MC Stacker hin, hoffe ich. Fire. Kriege ich hier irgendwo ein Fire her? Small. Kann man kein Fire spawnen? Also kein Feuer? Setblock wird es auch nicht sein. Auf diesem... Habe ich die Koordinaten nicht kopiert. Upsi. Diese Koordinaten bitte einmal. So. Setblock ist es doch nicht. Diese Koordinaten. Doch. Was? Fire. Okay, gut. Dann halt mit Setblock. Gut, ich dachte jetzt eher, es wäre Summon, aber okay. Gut, dann probieren wir das Ganze einmal aus. So, stopp. Das soll nicht passieren. Wie können wir das vermeiden? Wir können das vermeiden, indem wir hier einen Block ersetzen. Durch. Was ist schwarz? Das sieht man gar nicht. Das ist perfekt. Perfekt. Super. Oh. Nicht so perfekt. Das ist doof. Okay. So. Ist ja nicht schlimm. Können wir mal eben so. Gut. Und dann brauchen wir halt erst nach einer Zeit dann dort oben den Block, den ich mir jetzt mal ganz kurz eben suche wieder. Das ist der hier. Den sieht man nur von außen, dass das ein schwarzer Wolleblock ist. Z-Block. Diese Koordinaten bitte einmal. Obsidian. Perfekt. Gut. Stopp. Wir brauchen allerdings vorher auch noch einen, der das ersetzt natürlich. Dass wir einen kleinen Sicherheitspuffer mit da drin haben. Und dieser soll nämlich so lauten, dass wir hierhin... Wir machen das so kurz davor einfach... stopp, wir sagen, den hier machen wir als allererstes nach hier. Im Aktiv, so. Und dann soll hier das Feuer gesetzt werden. Und dann hier soll nach einer Zeit dann
das Portal entstehen. So, das heißt, wir kopieren uns jetzt den hier. Ah, das hatten wir gerade. Aber wir behalten den hier bei. Und... Ach, doch mal. Alles gut. Hier kommt das rein. Und hier kommt nicht das rein, sondern der Wolleblock. Black. Schwarze Wolle. So. Gut, okay. Perfekt, super. Freut mich. So. Und der wird dann gesetzt. Ich hoffe, der ist jetzt gut. Der ist mitbeschriftet. So. Und so. Und so. Gut. Okay. Das war's dann soweit. Jetzt müssen wir noch hier einmal so zur Seite. Dann kommen wir nicht zu weit nach da vorne. Ich wollte nur hier vorne die Lücke ein bisschen wegmachen. So, hier nach einer Zeit kommt jetzt dann der liebe Josef. Der klauen wir uns einmal hier Whetstone. Hätten wir auch da vorne klauen müssen können. So und so würde ich sagen, dass wir hier auf einer Ebene dann sind. So, so und so. Kommt hier in einen Command-Block. So ungefähr. Und dann sagen wir hier PlaySound Joe 5. Joe 5 müsste das sein, ja. Auf dem Voice-Fader, wie immer. So, und dann sollen das die Koordinaten wie immer sein. Und zwar sollen das die Koordinaten... Sollen das die Koordinaten, die hier sein? So. So, add P und dann diese Koordinaten. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze einmal an. Und zwar löschen wir jetzt erst beide da vorne, bevor wir es wieder vergessen. So und so. Und den haben wir gelöscht. Super. Hoppala. Ach nee, brauchen wir ja gar nicht. Wir haben Sicherheits... Mechanismus mit drin. Das ist das Gute. Dieser Film resettet sich sofort beim Abspielen mit selber. Das ist so gut. Ich finde das eigentlich total gut, dass wir das so gemacht haben. Der resettet sich sofort selber. So. Dürfen wir nur nicht vergessen, dass wir da später die Knöpfe alle entfernen und dann den Film nicht zu unterbrechen. Um dann den Film nicht zu unterbrechen. Oh, so langsam wird es echt dunkel. Da wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass hier unten keine elektronischen Dinge funktionieren, habe ich uns einfach mal Fackeln mitgebracht. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Ich glaube, da vorne ist es auch bereits. Die Forscher erkundeten weiter den Raum, als plötzlich... Ah, au, heiß. Verdammt, jetzt ist mir die Fackel runtergefallen. Was hast du getan? Wo bleibt das Feuer? Ach, ich kann da gar kein Feuer setzen, weil da der ist. Nö, kann ich doch. Hä? Hä? Warum hat der das Feuer nicht gesetzt? Warum hat der das Feuer nicht gesetzt? Hier ist das Feuer. Keep. Okay. Wir machen mal eben den da weg. So. So. Nehmen uns den hier. Hätten wir auch sofort mitmachen können, aber okay. So und dich brauche ich noch. So. So und so und so. Warum nicht? Der daneben auf 18. Warum nicht? Replace funktioniert. Okay, dann sagen wir... Obwohl, 18 ist eigentlich genau da bei der Fackel. Dann sagen wir 18. Okay, gut. Ich hätte das eigentlich kopieren brauchen müssen, aber ja gut, passt schon. So. So, okay, dann sagen wir jetzt einmal hier, einmal bitte statt Keep sagen wir Replace. Okay. Und dann müssen wir nochmal alle beide löschen und da oben kommt dann der Block hin. Das ist aber egal, welcher Block, weil, das haben wir ja gesagt, der Film resettet sich sofort gleichzeitig mit.
So. Okay, gut, dann spielen wir das Ganze nochmal ab. So, ab. Wo haben wir den hingesetzt? Hier haben wir den hingesetzt. So. Gut, hier müssen dann noch ein paar Schrittgeräusche so Höhlensounds-mäßig eingefügt werden. Müssen wir generell noch machen. Also das mit den Schrittgeräuschen wird noch echt lustig. Oh, so langsam wird es echt dunkel. Da wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass hier unten keine elektronischen Dinge funktionieren, habe ich uns einfach mal Fackeln mitgebracht. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Ich glaube, da vorne ist es auch bereits. Die Forscher erkundeten weiter im Raum, als plötzlich... Ah, au, heiß. Verdammt, jetzt ist mir die Fackel runtergefallen. Was hast du getan? Okay, warum wird jetzt der Obsidian-Block nicht... Doch, da ist doch ein Obsidian-Block. Da ist doch ein Obsidian-Block. Ach, Feuer muss ja gelöscht werden. Oh, Feuer muss ja gelöscht werden. Nee, muss ja gar nicht. Warum wird das Feuer... Warum ist das so, wie es ist? Das Feuer muss verschwinden, bevor ihr irgendwas abfackelt. Aber kann das sein, dass wir vorher den hier noch löschen müssen? Kann das sein, dass wir da vorher noch den da löschen müssen? So, der müsste er sein, oder? Das müsste er sein, ja. Gut, also gleichzeitig, wo das Feuer hier gesetzt wird, löschen wir die Fackel, so und so und so. Okay, jetzt will ich wissen, warum das nicht funktioniert. Jetzt will ich das wissen. So, so und so. Gut. Okay, dann machen wir es jetzt noch einmal. Wenn das dann nicht funktioniert, mache ich das für mich selber. Dumm, 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 dumm. Durch die Höhle schlendern. Oh, so langsam wird es echt dunkel. Da wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass hier unten keine elektronischen Dinge funktionieren, habe ich uns einfach mal Fackeln mitgebracht. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Ich glaube, da vorne ist es auch bereits. Die Forscher erkundeten weiter den Raum, als plötzlich... Ah, au, heiß. Verdammt, jetzt ist mir die Fackel runtergefallen. Was hast du getan? Oder liegt das wieder da dran, wie der Block hier eingesetzt? Wir machen das lieber aus, bevor hier irgendwas abfackelt. So, kann es daran liegen, dass der da nicht so wirklich mitmacht, weil wir hier wieder nichts haben? Das kann natürlich sehr gut sein. Hier ist und bleibt der Voltblock. Ja. Das sind dieselben Koordinaten? Ja. Gut. Okay, dann würde ich nochmal sagen, machen wir es nochmal von vorne. Wir summonen erstmal einmal ganz kurz das Feuer als Tick. Gut, funktioniert, super. Gut, einmal machen wir noch, dann ist Feierabend und so. Kurz einmal gespannt sein, ob das funktioniert. So, so sollte ich ja nicht stehen, alles gut. So. Die könnten sich aber auch gerne mal ein bisschen beeilen. So im... Oh, so langsam wird es echt dunkel. Da wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass hier unten keine elektronischen Dinge funktionieren, habe ich uns einfach mal Fackeln mitgebracht. Hier, bitte sehr. Ah, danke. Ich glaube, da vorne ist es auch bereits. Die Forscher erkundeten weiter den Raum, als plötzlich... Ah, au, heiß. Verdammt, jetzt ist mir die Fackel runtergefallen. Was hast du getan? Okay, gut. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp dafür. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann morgen, entweder im nächsten Stream oder morgen im nächsten Video. Weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. So Leute, das war's jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao.